So, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich begrüße dich zu einem neuen Video auf meinem Löwenkanal. Ich widme dieses Video heute einem ganz bestimmten Thema, und zwar geht es um Schule. Das kann ja gerade für hochsensible Kinder immer wieder ein sehr heikles Thema sein. Aber ich möchte dich gleich beruhigen. Nur weil dein Kind hochsensibel ist, heißt es nicht, dass es zwangsläufig Probleme in der Schule haben muss. Da gibt es einige Dinge zu beachten, und dann kann das auch ganz, ganz super funktionieren. Und darum geht es eben in diesem Video. Ich möchte ein paar Tipps und Strategien an die Hand geben, wie du dein Kind gut unterstützen kannst, damit es gut funktioniert in der Schule. Bei uns in Deutschland haben wir eine Schulpflicht. Das heißt, unsere Kinder kommen nicht um die Schule herum. Ja, sie müssen in die Schule gehen. Und wir haben inzwischen den Vorteil, dass es verschiedene Schulformen gibt, die je nach Kind auch gut funktionieren können, also alternative Schulformen. Die möchte ich auch gerade ganz kurz ein bisschen vorstellen. Man muss da aber auch immer darauf achten, dass nicht jede Schulform für jedes Kind geeignet ist. Steht und fällt auch ganz viel mit den Lehrern. Ne? Wenn der Lehrer nicht taugt oder das Kind nicht mit dem Lehrer klarkommt, dann bringt die ganze Schulform nichts. Und nicht Waldorfschule ist nicht gleich Waldorfschule. Da gibt es auch Unterschiede. Ne? Jede Schule hat da ein bisschen so sein eigenes Konzept. Und da muss man einfach drauf schauen, was funktioniert denn gut. Und natürlich ist es auch so, nicht jeder hat die Möglichkeit, das Kind auf eine alternative Schule zu bringen, weil gerade auf dem Land ist oft die Anbindung nicht so gut, da gibt es nichts in der Nähe. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man jeden Tag sein Kind eine Stunde lang in die Schule fahren muss. Von daher ist es nicht immer möglich. Deswegen, wie gesagt, gebe ich euch dann noch Strategien an die Hand, wie es auch auf einer normalen Schule gut funktionieren kann. Genau, aber jetzt zu den alternativen Schulen nochmal. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Ganz bekannt ist natürlich Waldorf. Das erlebe ich auch mal wieder, dass da die Frage ist, wie funktioniert es gut auf einer Waldorf? Kann für manche funktionieren, für andere wiederum nicht. Man muss wissen, Waldorf ist zwar eine alternative Schule, aber sie ist nicht frei, ja. Also sie legt sehr viel mehr Wert auf naturnahes Lernen, auf Kreativität und geht schon auch individueller aufs Kind ein. Aber es gibt da auch ganz konkrete Fahrpläne. Also die haben auch einen sehr festen Plan mit Epochenunterricht und da ist auch nicht so viel Platz für Individualität. Das sollte man wissen. No, weil viele denken, ha, Waldorf ist alternativ, da kann mein Kind ganz frei lernen. Also so ist es nicht. Man sollte sich davor auf jeden Fall ganz genau mit diesem Konzept auch auseinandersetzen. Und dann vor allen Dingen eben auch schauen, wie setzt die Schule das um. Ja, weil, wie gesagt, Waldorf ist nicht gleich Waldorf. Es gibt viele sehr steinertreue Waldorfschulen, die ja nicht ganz so mit der Zeit mitgehen, die eben das Konzept von Waldorf sehr oder von Steiner sehr genau umsetzen. Und das ist dann auch oft sehr streng. Muss man sich genau anschauen, wie man da auch klarkommt. Vor allen Dingen immer die Lehrer auch mit anschauen. Und da ist natürlich auch gleich gesagt, es kostet auch, das ist nicht umsonst. Alternative Schulen kosten meistens. Das ist auch immer noch ein kleiner Negativpunkt. Muss man schauen, ob das auch möglich ist für einen selbst. Ne? Ich möchte jetzt auch gar nicht ganz so genau darauf eingehen. Ich möchte euch nur ganz kurz mal vorstellen, was es so gibt. Es gibt auch die Montessori-Schulen. Die haben das Konzept von Maria Montessori, deren Leitspruch ist: Hilf mir, es selbst zu tun. Maria Montessori setzt vor allen Dingen auf viel freies Lernen. Ja? Also der Tag ist meistens von ganz vielen Freilernzeiten oder mit viel Freilernzeiten gestaltet, wo die Kinder eben interessenabhängig und ressourcenorientiert auch ihre eigenen Themen bearbeiten können und ihre eigenen Aufgaben allein oder auch in Gruppen. Also da wird auch das Sozialgefüge sehr mit einbezogen. Da gibt es altersübergreifende Klassen von 1 bis 4 ist meistens zusammen. Und da lernen die Jüngeren von den Älteren, die Älteren von den Jüngeren vielleicht auch. Ne? Genau, da ist es relativ frei.
Es hat auch noch ein mehr Konzept dahinter, aber wie gesagt, ich möchte nicht zu genau drauf eingehen. Montessori-Schulen sind meistens sind doch sehr frei. Also die gehen schon individueller auf die Fähigkeiten der Kinder ein. Ja, also mein Sohn, mein Großer, ist auf einer Montessori-Schule. Vor allen Dingen auch hatten wir uns dafür entschieden, weil er vor der Schule schon extrem weit in Mathe war. Und wir hatten Angst, wenn er jetzt auf eine normale Schule kommt oder den normalen Stoff in Mathe machen muss, dass er dann eben, dass er sich langweilt und dann zum Klassenclown wird und dann die Probleme auch losgehen. Und da war der Vorteil auf der Montessori-Schule, dass in der ersten Klasse schon Drittklässler Aufgaben rechnen durfte, weil die Lehrerin das erkannt hat und hat ihm dann eben diese Aufgaben gegeben. Und da werden auch die Lehrer eher als Lernbegleiter und Beobachter gesehen, ne, die die Kinder unterstützen in den Aufgaben. Ist vorteilhaft eben, weil die Kinder sehr frei lernen können und sehr individuell. Für manche Kinder kann es aber auch schwer sein, weil ja, da nicht so die festen Strukturen drin sind. Das muss man auch immer anschauen, wie das Kind ist und wie das da zurechtkommt. Und auch hier steht es und fällt mit den Lehrern. Ist einfach immer so. Es gibt inzwischen auch ganz viel freie Schulen, demokratische Schulen, die auch immer ein ganz individuelles Konzept haben, die oft auch nur einen Lernort quasi anbieten, wo die Lehrer einfach da sind als Lernbegleiter auch und die Kinder dann dementsprechend auch unterstützen. Aber da sind auch die Konzepte sehr unterschiedlich. Und auch da muss man sich die Schule ganz genau angucken, ob das passt oder nicht. Genau, wie gesagt, ich möchte gar nicht zu viel zu diesen Schulformen sagen. Das muss man sich am besten selbst immer genau anschauen. Ich werde hier auch noch einen Link drunter setzen, wo schon ganz viele alternative Schulen gesammelt sind in Deutschland, wo man auch nachschauen kann, was ist denn da so in der Nähe. Weil das ist auch immer ein Kriterium. Was ist denn überhaupt in meiner Nähe? Was ist überhaupt rein praktisch einfach auch möglich? Wo kann ich mein Kind hinfahren und was ist auch finanziell möglich? Genau, das wäre das Thema alternative Schulformen. Das haben wir Gott sei Dank jetzt die Möglichkeit in Deutschland, dass es jetzt alternativen Formen gibt. Aber normal ist es ja so, dass ein Kind ein Einzugsgebiet hat oder die Schule ein Einzugsgebiet hat und das Kind wird dann dementsprechend auf diese Regelschule kommen, wo eben dieses Einzugsgebiet ist. Und da muss man dann auch immer schauen, ob diese Schule dann auch passt. Ja, da ist es immer nicht ganz so leicht zu sagen, nee, da wo das Einzugsgebiet ist, die passt mir nicht, ich möchte auf eine andere. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, dass man eben die Schule wechseln kann. Ist ein bisschen komplizierter, aber funktioniert auch. Auch da muss man immer sich die Schule ganz genau angucken und ich empfehle da auch immer, geht mit dem Kind hin und schaut euch das genau an. Es gibt ja eigentlich auch immer Schnuppertage und so, wo das Kind dann mit kann. Und man kriegt meistens relativ schnell ein Gefühl für die Schule, ob das passt oder nicht. Genau. Man muss natürlich schon sagen, dass unser Schulsystem nicht ganz so einfach ist für die meisten Kinder. Und gerade für hochsensible Kinder ist eben, sind eben diese Gegebenheiten dort in der Schule oft schon sehr schwierig. Ja. Man muss sich vorstellen, das ist eine Klasse mit 30 Kindern plus minus. Ja. Es ist laut, es ist voller Gerüche, es ist voller Stimmung und Emotionen, die Kinder oft aufsaugen wie ein Schwamm und viele Reize, denen sie einfach ausgesetzt sind. Und allein das kann schon für ein hochsensibles Kind sehr anstrengend sein. Ja. Dazu kommt auch ständiger Leistungsdruck, der ja immer höher wird, vor allen Dingen dann in den weiterführenden Schulen. Es kommt sehr auf den Lehrer auch an, wie verständnisvoll ist der, wie gut kann der auf das Kind eingehen. Es ist auch nicht immer Zeit, da auf jedes Kind ganz individuell einzugehen. Und oft ist der Lehrplan auch zu starr, dass es einfach nicht individuell genug für die Kinder ist, weil auch hochsensible Kinder sind oft auch sehr weit vom Denken her. Andererseits denken sie auch oft anders, also sie haben teilweise eine andere Denkweise, sie denken oft sehr viel weiter und wollen auch diesen Hintergrund wirklich verstehen. Deswegen denken viele Lehrer auch manchmal, sie wären faul oder verstehen es nicht. Dabei denken sie einfach nur noch viel weiter. Ja. Und man muss ja sich vorstellen, dass
das Gehirn von einem hochsensiblen Kind sowieso schon immer auf Hochtouren läuft, weil es so viele Reize wahrnimmt, dass es ständig verarbeiten muss. Und dann ist es auch oft schwer, dem Schulstoff zu folgen. Na, also wenn da 30 Kinder um einen rum sind, das Kind hört jede Kleinigkeit, muss das erstmal zuordnen und verarbeiten. Und dann muss es aber noch dem Schulstoff, also dem Lehrer dann folgen. Und das ist oft eine große Herausforderung für die Kinder. Und sie haben einfach auch oft nicht diesen Rückzugsort in der Schule. Also einfach diesen Reizen ausgeliefert sind und nicht die Möglichkeit haben, diese Reize zu verarbeiten. Und das kommt dann auch oft zu einer Reizüberflutung. Und dann kommen emotionale Ausbrüche, mit denen können die Lehrer oder auch die Klassenkameraden nicht umgehen und verstehen das dann auch oft nicht. Und das ist dann oft eine ganz schlimme Spirale, weil dann auch die Lehrer nicht, wenn sie nicht verstehen, was da dahinter steckt, dann überlegen sie sich auch, ja, das Kind hat ständig Wutausbrüche, das ist, kann sich nicht konzentrieren, wie auch immer. Und viele denken dann auch an ADHS oder ADS oder dann kriegt das Kind quasi eine Diagnose aufgedrückt oder so, einfach weil die Lehrer das nicht wirklich nachvollziehen können. Und da ist eben Aufklärung auch recht wichtig. Mobbing kann auch oft ein großes Problem sein, weil die Kinder eben anders auch sind und sich teilweise auch anders verhalten und die anderen Kinder in der Schule das nicht wirklich nachvollziehen können und die hochsensiblen Kinder teilweise dann auch als Außenseiter gelten und das ist für die Kinder natürlich verständlich, kann das ein sehr großes Problem auch darstellen. Ne? Also ich möchte Ihnen jetzt nicht sagen, was alles schieflaufen kann. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel oder ich wollte einfach nur erklären, warum es denn überhaupt ein Problem geben kann auf der Schule. Aber das sind alles Probleme, die man auch angehen kann. Ja? Wenn man die versteht und wahrgenommen hat, dann kann man auch was dagegen tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Ja? Und ja, ich komme jetzt einfach mal dazu, was kannst du denn für dein Kind tun? Wie kannst du es unterstützen? Weil es muss auf die Schule. Wir können das nicht wie in anderen Ländern auch zu Hause unterrichten oder in Lerngemeinschaften, am Homeschooling frei lernen, wie auch immer. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Also das Kind muss in die Schule. Diesen Stand haben wir einfach. Und wie gesagt, da gibt es einfach Punkte, die man beachten muss. Und wenn man das dann verstanden hat, dann kann man da ansetzen und individuelle Strategien entwickeln, wie man das Kind unterstützen kann. Weil das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Jedes Kind ist anders und jedes Kind braucht andere Unterstützung. Natürlich gibt es so Anhaltspunkte, wo man sagen kann, okay, das hilft jedem hochsensiblen Kind, aber auch nicht hochsensiblen Kind. Weil viele Dinge, die ich jetzt ansprechen werde, sind auch für nicht hochsensible Kinder sehr wichtig oder hilfreich, ja. Aber für Hochsensible natürlich nochmal explizit ganz arg wichtig, um den Schulalltag gut überstehen zu können. Genau. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an, ein paar Punkte anzusprechen. Das Wichtigste ist für meinen Teil, finde ich immer, dass die Eltern, die ihre Kinder wirklich verstehen, dass sie wissen, was ist Hochsensibilität, wie nimmt mein Kind die Welt wahr. Und wenn man das verstanden hat, dann ist es auch leichter, die Verhaltensweisen von einem Kind zu verstehen. Also wenn ich weiß, mein Kind reagiert total auf Geräusche, auf Lärm, ja, und das strengt das Kind an, ja, stellt man sich vor, mein Kind sitzt jetzt in einem Klassenzimmer mit 30 Kindern und es ist einfach laut. Und dass es dann irgendwann auch mal explodieren kann, ist dann auch verständlich. Deswegen ist es so wichtig, den Hintergrund zu verstehen. Wieso ist das jetzt so? Wie nimmt mein Kind die Welt wahr? Also, erster Tipp, werde zum Experten für dein Kind. Setz dich mit dem Thema Hochsensibilität auseinander. Es gibt inzwischen so viel Lektüre. Man findet im Internet ganz viel. Auch gerade auf meiner Homepage, auf meinem Blog habe ich auch ganz viele Artikel. Der ist auch hier verlinkt. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Ansonsten auch tauscht euch aus. Es gibt sehr viele Gruppen, Selbsthilfegruppen. Also das kann ich euch nur empfehlen.
versucht da wirklich eure Kinder zu verstehen. Wenn ihr das dann jetzt habt und ihr einfach versteht, warum euer Kind vielleicht so oder so auch handelt, dann werden auch ganz viele Punkte eigentlich auch klar. Ne? Also gerade was die Reizverarbeitung angeht. Hochsensible Menschen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, brauchen mehr Ruhepausen. Ja? Weil eben, wie ich gesagt habe, das Gehirn läuft eigentlich ständig auf Hochtouren. Es muss ständig Reize verarbeiten. Und in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, ist es einfach laut, voller Reize, gerade in der Schule und auch drumherum. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Kindern oder auch wenn du selbst hochsensibel bist, dir selbst, immer wieder Ruhepausen gibst. Ja? Wo eben das Kind oder du diese Reize auch verarbeiten kann. Ne? Wie diese Pausen aussehen, ist ganz individuell. Also nur weil ich jetzt sage Ruhepausen, heißt es das nicht, dass das Kind sich jetzt hinlegen muss und schlafen muss. Das kann für manche wichtig sein. Andere wiederum, die wollen Hörspiel hören oder die wollen einfach sich zurückziehen, alleine spielen oder einfach in der Kuschelecke sein oder ganz toll ist auch Bewegung im Wald, in der Natur. Natur kann uns sehr gut erden. Wichtig ist einfach nur, dass wir reizarm sind. Es ist auch Bewegung ist super, ja. Also Trampolin springen oder draußen rumrennen, Fahrrad fahren, was auch immer. Wichtig ist nur, dass wir nicht voller Reize sind, ja. Dass wir nicht wieder irgendwo hingehen, also ganz kontraproduktiv, wenn wir nach der Schule auf den Rummel gehen, wo wieder tausend Reize auf einen einprasseln. Wie gesagt, Ruhepausen, einfach damit das Kind die verschiedenen Reize integrieren kann. Was genau euch da hilft, findet einfach selbst für euch raus. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch, dass wir unsere Kinder nicht in die Watte packen. Also es kommt wirklich auch auf die Haltung an, die wir unseren Kindern gegenüber haben. Viele wollen natürlich ihr sensibles Kind vor schlechten Erfahrungen, vor Verletzungen, vor Enttäuschungen schützen. Und lassen sie dann auch eben keine eigenen Erfahrungen machen. Ja, und das ist schwierig, weil unsere Kinder auch hochsensibel müssen eigene Erfahrungen machen, um eben daraus zu lernen und auch Erfolgserlebnisse zu haben. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für Selbstbewusstsein, ja, und auch fürs Leben später. Wir müssen eigene Erfahrungen machen, müssen wissen, was wir leisten können und da, eben, wie gesagt, es macht ein starkes Selbstbewusstsein. Also, es sind keine zerbrechlichen kleinen Wesen, die in Watte gepackt werden müssen, sondern wir müssen ihnen helfen, ihre Löwenkraft zu entfalten. Ja, und auch das haben unsere hochsensiblen Kinder. Und ganz wichtig eben auch ist die, wie gesagt, die Haltung, die wir ihnen gegenüber haben. Viele hochsensible Kinder fühlen sich einfach schon anders, sie fühlen sich falsch, sie merken ja, dass sie anders sind als andere Kinder. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als Eltern unsere Kinder wirklich so annehmen, wie sie sind, dass wir sie ernst nehmen und dass wir ihnen zeigen, dass sie gut sind, so wie sie sind und dass sie eben sich nicht anpassen müssen und dass sie nicht irgendwo ins System reinpassen müssen, also dass sie sich ändern müssen, dass sie passend sind, sondern dass sie gut sind, so wie sie sind und wir ihnen den Raum geben, eben auch so zu sein, wie sie sind. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für Selbstbewusstsein, dass sie sich angenommen fühlen. Ja. Thema Selbstvertrauen ist auch ganz, ganz wichtig für unsere hochsensiblen Kinder. Damit haben nämlich viele ein Problem, eben gerade deswegen, weil sie sich oft anders fühlen, ist es so schwierig, ein gutes Selbstbewusstsein auch zu entwickeln. Und wie gesagt, erstmal unsere Annahme der Kinder ist ganz wichtig dafür, dass sie sich angenommen fühlen, wertgeschätzt fühlen. Dann natürlich eben auch, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen, ihre Erfolgserlebnisse haben. Dementsprechend ist es auch wichtig, wie wir auch Kritik anbringen. Also viele hochsensible Kinder können nicht sehr gut mit Kritik umgehen, weil sie selbst schon einen sehr hohen Anspruch an sich haben. Und da müssen wir immer schauen, wie wir Kritik anbringen. Also ich sage nicht, dass ihr hochsensible Kinder nie kritisieren dürft, aber schaut mal, wie man das macht und gleichzeitig aber auch sagen, was alles gut läuft oder was es gut gemacht hat. Manchen hilft es abends im Bett noch zu kuscheln und den Tag Revue passieren zu lassen und zu sagen, hey, das und das ist gut gelaufen, das und das hat gut geklappt.
und es mit dem Kind gemeinsam zu besprechen. Oder eben auch eine Art Superheldentagebuch zu führen, dass man sagt, okay, man schreibt jeden Tag oder einmal die Woche rein, was ist gut gelaufen, macht vielleicht noch ein Bild dazu oder wie auch immer. Und dann sieht das Kind das eben auch bildlich, ne? Das kann sehr gut helfen. Oder auch Sport, Bewegung ist da ein ganz gutes Hilfsmittel, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Oft sind Sportarten, die einen Wettkampf beinhalten, relativ schwierig, weil das können hochsensible Kinder nicht so gut, die meisten zumindest. Teamsportarten sind oft gut, manchmal schwierig bei der Eingewöhnung. Also ich erlebe das immer wieder, dass die Eltern sagen, boah, das Kind geht eigentlich gern hin, aber kommt dann dort nicht klar. Muss man immer ganz individuell schauen und dem Kind auch Zeit geben, sich da einzufügen. Es braucht manchmal vielleicht ein bisschen länger als andere Kinder. Aber auch sowas wie Kampfsport zum Beispiel kann sehr hilfreich sein. Unser Großer macht Thai-Boxen. Das ist für ihn, für Selbstbewusstsein total gut. Er kann sich auspowern, er kann auch Aggressionen rauslassen. Aber es stärkt ihn auch, weil er weiß, ich kann mich auch verteidigen. Ich bin stark, ich kann das. Ja? Und da im guten Kampfsport ist es auch nicht so, dass er nur Haut drauf haben, sondern dass er auch die Ideologie dahinter auch verstehen. Ne? Ich greife nicht an, aber ich verteidige mich nur und Disziplin. Und also da sind ganz viele Dinge dabei, die auch nicht schlecht sind. Aber da müsst ihr ganz individuell auch schauen, was dem Kind Spaß macht, was passt. Es gibt zum Beispiel auch Psychomotorikgruppen, das ist schon was Therapeutisches, aber da wird eben auch in Gruppen Sport gemacht, Bewegungen, Spiele, wie auch immer. Und therapeutisch wird es auch begleitet. Und das ist auch gerade für Selbstbewusstsein zum Stärken sehr gut. Muss man schauen, ob es da vielleicht im Ort eine Gruppe gibt. Für Selbstbewusstsein kann es auch hilfreich sein, wenn das Kind sieht, dass Fehler machen auch okay ist. Ja? Weil viele hochsensible Kinder gestehen sich keine Fehler zu. Ja? Die möchten keine Fehler machen, die wollen alles perfekt machen. Und wenn wir ihnen auch vorleben, dass es okay ist, wenn man mal einen Fehler macht und dass davon die Welt nicht untergeht, kann das auch sehr hilfreich sein. Genauso, dass du auch dein Kind in seinen Bedürfnissen und seinem Sein einfach wahrnimmst und auch Rücksicht auf seine Bedürfnisse nimmst, ne? Dass es okay ist, dass es jetzt auch mehr Ruhepausen braucht, dass es vielleicht in manchen Dingen nicht so schnell ist oder was auch immer. Ja, nimm es da ernst und wichtig ist auch, dass du ein gutes Vorbild bist. Wenn du jetzt zum Beispiel selbst hochsensibel bist, ist es auch ganz wichtig, dass du deine Hochsensibilität gut annehmen kannst und dass du deinem Kind vorlebst, hey, das ist okay, du kannst gut damit leben. Das stärkt auch das eigene Selbstbewusstsein des Kindes. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass du den Tag entschleunigst. Ja? Also da, wenn du das mit den Reizen verstanden hast und dass es für ein Kind schnell zu viel sein kann, dann verstehst du vielleicht auch, dass der Tag und ein Tagesablauf schnell zu viel werden kann. Es geht in die Schule, das ist schon sehr anstrengend, das ist vielen Reizen ausgesetzt. Und vielleicht hat es dann noch einen Sport und dann reicht es meistens auch schon am Tag. Also du musst deinem Kind auch nicht was Wunderbares bieten. Wir sind nicht die Entertainer unserer Kinder. Lass es auch alleine mal spielen zu Hause. Das ist völlig okay. Du musst es nicht fördern oder ihm jeden Tag eine super Sache bieten. Viele Kinder sind einfach auch gern mal zu Hause und spielen für sich und haben einfach mal Zeit für sich, auch ja, um wie gesagt, die Reize zu verarbeiten. Und es ist auch wichtig, dass du deinen Tag dementsprechend planst. Also hol nicht dein Kind von der Schule ab, geh dann noch einkaufen, geh dann noch irgendwie zum Friseur, dann noch einen Arzttermin, dann geht es direkt in Sport. Und ja, und dann wunderst du dich, dass es abends dann explodiert und nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Es hatte dann einfach keine Zeit, diese Reize zu verarbeiten. Und das ist gar nicht konstruktiv. Also versuch da die Tage dementsprechend zu planen. Mach am besten dann nur noch einen Termin rein, wenn es gar nicht anders geht. Versuch zumindest zwischen diesen Terminen irgendwie ein bisschen Pause zu haben, dass du sagst, okay, zwischen dem Arzttermin und dem Einkaufen gehen wir vielleicht noch in den Wald zum Spazieren oder in den Park oder irgendwas, ja. Dass du deinem Kind einfach immer wieder diese Möglichkeiten gibst,
zur Reizverarbeitung, ja. Aber prinzipiell versuche einfach, da die Tage dementsprechend zu planen. Ne? Gerade in unserer heutigen Zeit ist es ja so, dass viele Kinder sehr viele Termine jeden Tag haben. Und das ist gerade für hochsensible Kinder sehr, sehr schwierig. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass du deinem Kind hilfst, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und ihm dann auch Möglichkeiten an die Hand gibst, wie es das dann erfüllen kann. Ne? Dass das Kind dann auch merkt, ich bin jetzt gerade gestresst, ich brauche jetzt gerade meine Pause, es ist mir gerade zu viel, und ihm dann Möglichkeiten an die Hand gibst, wie es dann damit umgehen kann. Ja, dass sie zu Hause vielleicht auch Übungen macht. Es gibt so viele Dinge wie Atemübungen, Yoga-Übungen, autogenes Training, Meditation. Also da gibt es wirklich viel, was du deinem Kind auch an die Hand geben kannst. Und das könnt ihr zusammen einüben zu Hause, und je nach Alter, es wird auch mit zunehmendem Alter einfacher für das Kind, es wird dann dementsprechend besser lernen, kann das Kind das dann auch in der Schule übernehmen, dass es dann selbst merkt, mir wird es gerade zu viel, ich brauche jetzt eine Auszeit. Ist natürlich in der Schule oft schwierig, dann diese Auszeit auch zu kriegen, aber dann kann es vielleicht einfach kurz rausgehen, ja, und sagen, ich muss auf Toilette, und kriegt dann die Auszeit und kann dort kurz atmen oder einfach nur auf dem Platz sitzen, Augen vielleicht kurz schließen und atmen. Das ist dann auch immer ganz wichtig, da komme ich auch gleich noch drauf, dass man das mit dem Lehrer auch ganz gut kommuniziert, dass der Lehrer da Bescheid weiß. Wie gesagt, wenn es dann lernt, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und dann noch Strategien gelernt hat, wie es denn jetzt damit umgehen kann, dann ist dem Kind ganz, ganz viel geholfen. Dazu gibt es auch gute Bücher, die verlinke ich euch hier drunter noch, wo auch gute Übungen drin sind, die sehr hilfreich sind. Auch Gefühle benennen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil vor allem hochsensitive Kinder, die viele Stimmungen und Gefühle und Stimmungen von anderen wahrnehmen, die saugen das auch oft auf. Und dann können sie oft nicht unterscheiden, was ist das Gefühl des anderen, was ist meins, und übernehmen das auch oft. Ja, das fällt auch Erwachsenen oft noch sehr schwer. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir den Kindern schon bald was an die Hand geben, wie sie damit umgehen können. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass sie ihre eigenen Gefühle erkennen können und auch benennen können. Und dann ist es einfacher, sich auch abzugrenzen von anderen Menschen oder von anderen Emotionen, anderen Dingen, die auf sie einprasseln. Ja. Von daher versuche auch Gefühle wirklich zu benennen. Mir geht es jetzt so und so, und weil, und ich sehe, du bist gerade wütend, oder ich sehe, du bist gerade traurig oder so, dass man es wirklich benennt, dass das Kind das eben auch lernt. Aha, das ist also mein Gefühl und das ist so und so. Ja, also da können wir unsere Kinder sehr gut drin unterstützen. Und da können wir auch nicht früh genug damit anfangen, und das wird unseren Kindern auch später sehr viel helfen. Das ist auch gerade für uns Erwachsene eine gute Übung zum Thema Abgrenzung. Ja, weil das ist sehr wichtig, dass wir die anderen Emotionen nicht als unsere übernehmen. Ja. Auch das Thema Hochsensibilität anzusprechen ist ganz wichtig. Also ja, natürlich immer altersgerecht das auch formulieren, aber es ist schon wichtig, dass unsere Kinder auch wissen, was ist denn eigentlich mit mir los? Wieso bin ich denn anders? Was ist es denn? Ja, dass wir das auch thematisieren, dass das Kind das auch selbst weiß. Ne? Wie gesagt, da auch wirklich altersgerecht drüber sprechen, und dass das Kind das einfach weiß und weiß, was das ist, und weiß, warum es anders ist. Das kann schon sehr hilfreich sein, weil es dann einfach weiß, ja, okay, so und so, deswegen ist es so, und es gibt auch noch andere, die so sind, und ja, das kann sehr beruhigend sein und oft schon eine große Unterstützung für das Kind sein. Viele Kinder brauchen auch, oder hochsensible Kinder brauchen feste Strukturen. Also die müssen wissen, was passiert im Tagesablauf. Das gibt ihnen Sicherheit, wenn sie wissen, da passiert das und an dem Tag das und an dem Tag das. Ja, das gibt ganz viel Sicherheit, wenn sie sich da an etwas orientieren können, weil
Viele hochsensible Kinder verstehen die Welt um sich oft nicht so. Die verstehen nicht, wieso manche Menschen so und so handeln. Dann ist eben diese Sicherheit von festen Strukturen oft wichtig. Da eben was mit den Kindern zu planen und ihnen immer auch im Voraus zu sagen, was jetzt passiert oder warum jetzt heute was anders läuft oder so, das ist relativ wichtig, ne? Und dass es nicht vom Kopf gestoßen wird. Aber auch hier muss man sagen, man darf auch Ausnahmen machen, ne? Das ist schon auch wichtig, dass man jetzt nicht sagt, okay, das muss jetzt so und so und so getaktet laufen, sondern dann auch das tagesformabhängig macht. Also wenn man sieht, oh, das Kind hat jetzt heute irgendwie was erlebt, was es gerade beschäftigt, dann lass mal vielleicht das und das aus und man muss es jetzt vielleicht nicht das und das machen, sondern darf sich jetzt erstmal ausruhen oder darf sich jetzt mal austoben, weil es wütend ist oder so, ne? Also da schon auch immer schauen, dass man jetzt zwar eine Struktur hat, aber sich nicht da total drauf verbeißt, sondern sagt, das ist eben auch jede Struktur da vorausnehmen. Ja, Thema Bewegung habe ich auch schon angesprochen, ist auch ganz, ganz wichtig. Gerade um Reize einzuordnen oder auch starke Emotionen, das heißt Wut und Aggression, auch rauszulassen, ja. Also Thema Wut und Aggression ist sowieso bei vielen hochsensiblen Kindern Thema. Gerade bei einer Reizüberflutung kann es zu Wut kommen. Wut ist immer eine Reaktion auf Frust und das kann durchaus doch auch mal entstehen und oft explodiert es dann eben und da muss man im Vorfeld eingreifen, bevor es explodiert und den Kindern im Vorfeld was anbieten, wie es diese Emotionen rauslassen kann auf eine gute Art und Weise. Dazu habe ich auch ein anderes Video gemacht über Wut und Aggression, da gehe ich näher darauf ein. Aber wie gesagt, hier zum Beispiel Bewegung anbieten ist sehr, sehr gut. Das setzt auch Endorphine frei und man kann sich einfach wieder, ja, man kann Dampf ablassen. Ja, vielleicht kennst du es ja auch selber von dir, wenn du joggen warst oder im Fitnessstudio oder einfach irgendwie dich bewegt hast, fühlst du dich oft danach viel befreiter, viel ja, freier im Kopf einfach auch. Da konntest du viel ablassen und danach geht es einem oft besser. Genau. Und auch das sollten wir unseren Kindern oft gut anbieten, weil gerade in den Schulen ist Bewegung ja auch nicht so Thema. Da müssen Kinder viel sitzen und das entspricht ja eigentlich auch nicht der Natur unserer Kinder, wenn wir unsere Kinder anschauen. Die sind eigentlich ständig in Bewegung und gerade Bewegung im Freien ist total gut in der Natur, die ja eh erdet und das viel anbieten. So viel wie es geht, am besten anbieten. Bewegung, ja, ist auch ganz, ganz wichtig für unsere hochsensiblen, aber auch nicht hochsensiblen Kinder. Thema Kommunikation hatte ich ja schon angesprochen mit den Pädagogen, mit den Lehrern, ist auch ganz arg wichtig. Dazu gibt es jetzt auch noch dann ein Video mit einer Kommunikationstrainerin, wo wir genauer darauf eingehen. Aber gut in Kontakt mit den Lehrern zu sein, ist auf jeden Fall immer gut. Ob du das jetzt Hochsensibilität ansprichst, als wirklich Hochsensibilität, muss man immer ganz individuell schauen. Aber zumindest den Lehrern zu erklären, dass das Kind vielleicht sensibler ist und vielleicht das hier ein bisschen Unterstützung braucht oder so. Das ist schon von Vorteil, ja, dass ihr dann genau schauen könnt, was braucht das Kind denn? Wie ist es möglich, das im Schulalltag auch umzusetzen? Weil nicht alles, was wir uns vorstellen, ist auch im Schulalltag umsetzbar, weil ja, es sind eben 30 Kinder, meistens nur ein Lehrer und da kann man nicht alles so umsetzen, wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber wie gesagt, deswegen einen guten Kontakt mit dem Lehrer sein. Sagen oder versuchen zu erklären, was denn dahinter steckt. Wenn ein Lehrer da offen ist, wirklich auch Hochsensibilität ansprechen, vielleicht eben auch Informationen zum Thema geben. Da findet ihr zum Beispiel mit dem Ratgeber ein ganz tolles Infomaterial, was ihr da weitergeben könnt, dass der Lehrer sich mal mit Hochsensibilität auseinandersetzen kann, wenn er das noch nicht weiß. Eben wenn er das auch versteht, dann werden viele Verhaltensweisen schon klarer. Ja. Und
Dann kann man, wie gesagt, auch gemeinsam Strategien entwickeln, wie dem Kind im Schulalltag geholfen werden kann. Ja, sei es jetzt Gehörschutz für die Lautstärke oder. Da muss man dann ganz genau drauf schauen. Genau, das steht in meinem Ratgeber auch nochmal ganz viel darüber. Ja, also einen guten Kontakt mit dem Lehrer zu sein, ist immer von Vorteil. Man sollte klar machen, dass man keine Sonderbehandlung will, dass der Lehrer da nicht mehr Arbeit hat, sondern dadurch, dass er kleine Dinge beachtet, weil es sind ja oft schon kleine Dinge, die helfen können, dass es da dann für alle schon leichter werden kann. Fürs Kind, für den Lehrer, für die ganze Klasse letztendlich so. Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt so viele Punkte, die ich da ansprechen könnte. Ihr findet da auch noch mehr in meinem Buch. Da gehe ich ganz individuell auf Schule ein und Kindergarten. Aber hier möchte ich euch einfach noch ein paar Tipps geben. Mir liegt auch im Herzen, dass ihr selbst wisst, es hat auch mit euch selbst zu tun. Ja? Wie gehe ich denn mit dem Thema Schule um? Habe ich eigene Ängste? Habe ich eine Abwehr gegen Schule? Was habe ich denn früher erlebt? Wie gehe ich mit dem Thema Noten um? Wie wichtig sind mir Noten? Wie wichtig ist mir die Leistung oder die gute Leistung meines Kindes? Und was ist da bei mir und was übertrage ich auf mein Kind? Ja, auch das ist ein Punkt, den wir im Hinterkopf behalten sollten, weil oft gehen die Kinder ja schon mit einem schlechten Gefühl in die Schule, weil wir selbst Angst davor haben. Wie wird es denn funktionieren? Kommt mein Kind da drin klar? Das ist nicht das vom Kind. Ein Kind hat normalerweise nicht von sich selbst Angst, nicht von selbst Angst vor der Schule, weil es kennt die Schule ja noch gar nicht. Das sind oft unsere ganz eigenen Dinge. Und dann nochmal genau hinzuschauen, was ist denn meine Angst oder was ist meine Angst? Abwehr da. Welche Verletzungen hat da mein inneres Kind erlebt? Und dann nochmal genau drauf zu schauen, kann ich auch sehr, sehr ans Herz legen. Wo wir auch nach uns schauen sollten, ist, dass wir immer für uns gut sorgen. Ja? Viele sagen, das ist doch voll egoistisch, es geht doch jetzt um mein Kind und nicht um mich. Ja, aber wenn du nicht bei dir bist und nicht in deiner Mitte und gestresst bist und nicht gut für dich sorgst, dann kannst du auch nicht so geduldig und so einfühlsam sein, was dein Kind angeht, ne? Weil dann bist du gestresst, dann bist du selbst vielleicht noch überreizt und dann kannst du auch für dein Kind nicht so gut da sein. Deswegen ist es immer wichtig, dass du auch für dich sorgst. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Flugzeugabsturz. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann sollst du auch zuerst die Maske dir überziehen und dann deinem Kind, ja? Weil wenn du keine Luft mehr kriegst, kannst du auch deinem Kind nicht mehr helfen. Und genauso ist es auch im Alltag. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du dein Kind auch nicht so gut unterstützen, wie du es vielleicht könntest, wenn es dir gut geht. Also nimm dich selbst auch ernst und sorge auch gut für dich selbst. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, ist auch Thema Krankheitsbilder. Ja, also viele kriegen auch den Stempel ADHS oder ADS. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Oder Autismus oder was auch immer, was man da auch an möglichen Diagnosen auf den Kopf geschmissen kriegt. Weil eben die Lehrer sich nicht mit Hochsensibilität auskennen. Die sehen nur das Verhalten des Kindes, kennen ADHS vielleicht, ja, und sagen, oh, das Kind ist höchstwahrscheinlich ADHS. Weil es gibt Parallelen, aber es gibt auch große Unterschiede. Und das ist auch ganz wichtig, da genau hinzuschauen und im Zweifelsfall das auch abklären zu lassen. Ja. Da verlinke ich euch auch nochmal meinen Blog. Da habe ich eben die Abgrenzung zu verschiedenen Krankheitsbildern auch ganz genau beschrieben, weil es so wichtig ist, dass man da den Unterschied auch kennt. Wie gesagt, es gibt mit vielen Dingen Parallelen, aber manche Dinge sind eben auch anders. Ja. Aber es ist auch so, dass es pathologische Dinge gibt, die ähnlich sind wie eine Hochsensibilität, die aber behandelt werden können, die oft zusätzlich noch mit einer Hochsensibilität auftauchen, aber behandelt werden müssen. Also wenn jetzt ein Kind wirklich sehr im Alltag leidet und das trotz einem achtsamen Umgang und trotz, dass wir die Gegebenheiten gut auf das Kind eingestellt haben, das Kind immer wieder leidet und Schwierigkeiten hat, dann sollte man vielleicht an nicht integrierte frühkindliche Reflexe denken oder an ein Trauma, kann auch ein Geburtstrauma sein, ja. Kann
kann eine sensorische Integrationsstörung sein, ja. Und das hat andere Ursachen wie eine Hochsensibilität und kann behandelt werden. Und da kann man auch die Kinder dann gut unterstützen. Also, wenn, wie gesagt, wenn ein Kind sehr leidet, lohnt sich das schon auch mal da drauf zu schauen. Wie gesagt, in meinem Blog könnt ihr da ein bisschen genauer nachlesen. Oder eben, wenn eine Diagnose im Raum steht, entweder zu sagen, nee, ist nicht so, mein Kind braucht da keine Therapie, mein Kind ist nicht krank. Und dann auch wirklich zu sagen, nee, ich schicke mein Kind nicht zu einer Therapie oder nicht zu einer Diagnose, weil es ist nur hochsensibel. Oder dann aber auch zu sagen, wenn der Druck sehr hoch ist, dass man sagt, okay, ich lasse es mal abklären, ich lasse es ausschließen. Dann sind oft die Lehrer auch wieder beruhigter, wenn sie dann sehen und haben es schwarz auf weiß, manche brauchen das. Das Kind hat kein ADHS und dann kann man vielleicht auch noch mal genau sprechen und dann sind sie vielleicht auch aufgeschlossener für das Thema Hochsensibilität. Also da ganz individuell schauen. Ich mache dazu auch gerne noch ein extra Video, wo ich auf das Thema genauer eingehe, weil das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Thema Hochsensibilität und Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern. Aber dass man das einfach mal im Hinterkopf hat, dass es da einfach auch Dinge gibt, die zusätzlich zu einer Hochsensibilität auch auftreten können oder ja eben ähnliche Symptome aufweisen können. Der letzte Punkt, der mir jetzt noch am Herzen liegt, ist, dass man das Kind auch immer mit einbezieht. Ja, dass man immer schaut, was sind denn die Wünsche meines Kindes? Möchte mein Kind jetzt, dass ich mit dem Lehrer über das und das spreche? Oder möchte es es nicht? Was ist meinem Kind wichtig? Was braucht es? Und was wünscht es sich? Ist es vielleicht okay fürs Kind, so wie es läuft? Braucht es gar keine Unterstützung? Sind es nur wir, die denken, oh, das läuft nicht gut und ich muss da jetzt irgendwas tun? Also immer bitte das Kind mit einbeziehen. Nimmt es ernst. Und entscheidet nicht über den Kopf des Kindes hinweg, ne? Weil wir dann denken, boah, da muss ich jetzt unbedingt mit dem Lehrer sprechen. Vielleicht ist es für das Kind gar nicht wichtig, vielleicht hält das Kind das gar nicht für nötig und sagt, nein, das ist mein Ding und ich komme damit selber klar. Oder wenn das Kind wirklich will, dass man eingreift, dann helft ihm auch, ja, nehmt es ernst und schaut, was ihr gemeinsam tun könnt. Aber nicht über den Kopf des Kindes hinweg entscheiden. Gilt auch bei Thema Therapie etc. Also immer das Kind mit einbeziehen. Das wollte ich jetzt einfach am Schluss noch sagen. Ja, das war jetzt so mal ein grober Überblick. Man kann natürlich ganz viel fürs Kind tun. Man muss da immer ganz individuell schauen, was hilft in meinem Kind, was braucht mein Kind. Und das ist vielleicht die Basis von allem, ja, dass man achtsam da ist. Was braucht mein Kind? Wie kann ich ihm helfen? Wie nimmt das überhaupt wahr? Und ja, dann da Strategien zu entwickeln. Und dazu muss man einfach den Hintergrund verstehen. Also, wie gesagt, Experte fürs eigene Kind werden. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt da ein paar gute Infos mitnehmen konntet, vielleicht einige Tipps für euch auch übernehmen könnt, indem die Schulzeit vielleicht auch etwas leichter wird. Wenn ihr Fragen habt, gerne hier in die Kommentare. Versuche ich dann natürlich zu beantworten. Ansonsten wünsche ich dir und vor allen Dingen deinem Kind eine wunderschöne Schulzeit. Bis dann. Ciao.